Hi und herzlich willkommen, schön, dass du im Duftrausch bist. Ich bin der Alex und heute möchte ich mit dir über Liebe reden. Es geht nämlich um Initio Absolut Aphrodisiac. Ein wundervoller Duft, in den ich mich wirklich verliebt habe, der für mich Liebe in einer wundervollen, betörenden, anziehenden und doch leicht auch animalischen Form mit gewissen Kanten Liebe. Und auch eine gewisse Art von Sexualität. Das alles in einem Duft, das alles in einem Flakon, das ist für mich absolut aphrodisiak. Wie ich drauf komme, wie er riecht und wo ich persönlich ihn tragen würde, bei welchen Anlässen er perfekt passt, das erzähle ich dir gleich. Fangen wir aber an mit der Präsentation. Wunderschöne Präsentation. Initio Absolut Aphrodisiac steht hier vorne drauf und dieses Emblem, hier steht Initio nochmal und vorne das rote Emblem. Es gibt nämlich bei Initio verschiedene Kollektionen und der Absolut Aphrodisiac gehört eben zur Absolü oder Absolut Kollektion. Man kann hier den Karton wegmachen, dann hat man hier so einen schönen schwarzen Quader dargestellt, eigentlich genauso wie mit dem Karton auf der Außenverpackung. Und das kann man dann hier hochlupfen. Der Flakon steht dann wunderschön präsentiert auf so einer Treppe. Auch hier vorne das rote Emblem drauf. Der Flakon ist dann mit einem sehr, sehr schweren und hochwertigen Deckel versehen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Klickt auch rein. Man kann ihn so hochheben, so tragen. Also vom Verschluss her, vom Deckel her, wirklich sehr, sehr hochwertig. Vorne ist dann auch so eine Metallkappe drauf und es steht eben Initio Absolut Aphrodisiac drauf. Also von der Präsentation wirklich klasse. Auch das Glas hochwertig, schwer. Leider komplett in Schwarz gehalten. Also man sieht den Füllstand nicht. Man muss eben erhöhen, also hören, ob noch was drin ist oder halt vom Gewicht her abschätzen, wie viel noch drin sein könnte. Man kann auf jeden Fall nicht durchgucken. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Da bin ich nicht wirklich ein Fan davon. Aber von der Präsentation wirklich klasse. Natürlich aber auch dem Preis entsprechend. Wir liegen hier bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 225 Euro und in den meisten Läden, hier bei mir in der Nähe von Stuttgart, Bräuninger zum Beispiel, da kostet er auch 225 Euro. Es gibt aber, zum Beispiel letzte Woche war eine Aktion, musst einfach mal das beobachten, gibst den Google ein, Initio Absolut Aphrodisiac und dann findest du auch Angebote bei manchen Parfümläden, Shops oder was auch immer für 180 bis 200 Euro. Und letzte Woche gab es bei einem eine Aktion, da hast du nochmal 15% bekommen, dann konntest du dieses Parfum für 150 Euro schießen. Also Augen offen halten, aber ansonsten unverbindliche Preisempfehlung für 90 Milliliter gibt es, glaube ich, auch nur in einer Größe 225 Euro. Also auf jeden Fall ein teurer Duft. Riecht er auch so teuer? Das ist jetzt die Frage. Die Sanftheit der Vanille ist eng mit der animalischen Kraft von Moschus und Bibergeil verbunden. Ein kraftvoller Duft, der sie zwanghaft an den anderen erinnert. Eine wahrhaft aphrodisierende Essenz. Was für eine tolle Beschreibung und die definitiv Lust auf mehr macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, in gewisser Weise stimme ich dem voll und ganz zu. Es ist wirklich ein betörender Duft. Für mich ist es Liebe in einem Flakon. Ich habe mich wirklich in diesen Duft verliebt. Ich habe hier den Dry Down, aber fangen wir erst an, wie er nach dem Aufsprühen riecht. Vom Sprühkopf her wirklich enorm guter Sprüher. Also der Zerstäuber ist wirklich sehr, sehr gut. So stelle ich mir das vor. Er verteilt sich relativ früh und sprüht nicht erst so 20, 30 cm, sondern es kommt gleich eine schöne Duftwolke. Du kannst schön und gut den Zerstäuber bzw. den Duft verteilen auf deinem Körper und sehr gut dosieren. Wie startet nun Initios Absolut Aphrodisiac? Es ist so ein wundervoller Duft. Er riecht
wunderschön. Wunderschön. Weiße Blüten, Amber, Vanille, Moschus und Bibergeil sind hier von Inishio selbst angegeben. Und ja, ich könnte jetzt nicht rausriechen, was da Amber ist und was da weiße Blüten sind und wann das Bibergeil dazu kommt, sondern es ist eine wunderschöne Komposition, die einfach alle Noten ineinander spielen. Und es sind natürlich nicht nur diese 5, 6 Noten hier mit drin oder diese Akkorde, sondern meistens besteht ja ein Parfüm aus 100 verschiedenen Inhaltsstoffen und Zusammensetzungen, und irgendwelche chemischen Moleküle ergeben dann sowas wie ein Moschusgeruch oder so etwas wie Rose oder Vanille oder sonst irgendwie. Obwohl ich aber hier sagen muss, man merkt auf jeden Fall dieses leicht florale, aber ganz dezent und auch wirklich komplett unisex. Dieser Duft ist unisex, egal ob Mann oder Frau. Beide Geschlechter können ihn tragen und passen perfekt zu beiden Geschlechtern. Und er ist wunderschön, erst floral, und aber sofort nach ein paar Sekunden kommt diese wundervolle Vanille und unterstützt diesen Duft im Hintergrund und gibt dem irgendwie so eine gewisse Kraft. Und es ist aber gar nicht die am klarsten oder schönsten riechende Vanille, aber es ist eine wundervoll komponierte und zusammengesetzte Vanille, weil, und deswegen ist das für mich Liebe, das ist Beziehung, das ist Vertrauen, es ist Leidenschaft, weil die Vanille hier drin, und ich bin wirklich ein Fan von Vanilledüften, und eine Vanille gibt es ja in verschiedensten Arten und Formen. Und wo ich sie eigentlich nicht so mag, wenn sie so, sag ich mal, nach Vanilleeis riecht. So dieses typische Vanille und sonst nichts anderes, das mag ich nicht. Sondern ich mag es, wenn ein gewisser Twist drin ist. Und genau dieser Twist, der macht hier diesen Duft so wundervoll und auch so tragbar für Männer und Frauen. Weil durch dieses Bibergeil, nehme ich an, das ja so eine gewisse Animalik hier mit reinbringt, das gibt der Vanille eine gewisse Kante. Das Bibergeil oder diese Kante kommt aber am Anfang noch nicht so. Hier ist noch alles sehr, sehr schön miteinander verwoben und man kann nichts, kein einziger Duft in meiner Nase kristallisiert sich vom anderen irgendwie hervor oder heraus. Es riecht einfach alles schön. Ja, man könnte sagen, ah, es riecht nach Amber, Ambrig. Es riecht hier so dunkel auf jeden Fall, mysteriös, vielschichtig. Man riecht gewisse Hautakkorde wahrscheinlich durch diesen Moschus, der drin ist. Aber ich könnte nichts rausriechen. Es riecht einfach genial. Und das Einzige, was ich definitiv rieche, ist Vanille. Aber hier noch nicht so, wo ich sage, oh, das ist die Liebe. Nein, die Liebe ist nicht im Opening. Die Liebe, die kommt erst hier im Drydown. Ich habe den vor circa 1,5 Stunden aufgesprüht. Ich habe hier auf dem Duftstreifen also den Drydown, und hier entwickelt sich eine wundervoll gestaltete Vanille mit einer gewissen Kante drin. Es riecht leicht, man könnte sagen, schmutzig. Aber im positiven Sinne, also wirklich nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach eine gewisse Tiefe, die hier der Vanille gegeben wird und ganz, ganz leicht vielleicht im Hintergrund irgendwo florale Noten. Und wo sehe ich diesen Duft? Den Duft sehe ich definitiv bei einem Date. Und ich meine mit Date nicht ein Quickie auf einem Parkhaus vor der Disco oder sowas, sondern ich meine ein Date, wenn du mit jemandem, den du magst, den du liebst, dem du vertraust, wenn du mit dieser Person schön was essen gehst. Oder stell dir einfach vor, du kommst nach Hause von der Arbeit, öffnest die Tür und siehst am Boden schon Blumen gestreut. Keine Rosen, sondern schöne Magnolien, Jasmin, irgendwelche weißen Blüten. Man merkt, irgendjemand hat Vanilleduftkerzen angemacht. Es liegt so ein gewisser Vanilleduft in der Luft und so eine gewisse Elektrizität. Also du merkst,
Es liegt einfach Energie in der Luft. Du läufst den Blüten entlang, du bekommst diesen Duft von Vanille in die Nase, du läufst diesem Duft der Duftkerzen der Vanille hinterher und folgst den Blüten, die auf dem Boden liegen, und die führen direkt ins Schlafzimmer. Dort wartet dann eben deine Partnerin oder dein Partner auf dich und dementsprechend wird der Abend dann gemeinsam ausgeklungen. Genauso riecht für mich dieses Parfum. Dieses Gefühl von Vertrauen, Liebe, Leidenschaft, Sexualität und Innigkeit. Genau das. Und du denkst jetzt bestimmt, ich habe einen an der Klatsche, aber ich meine es ernst. Ich liebe dieses Parfum. Und genau das spiegelt für mich dieses Parfum wider. Von der Haltbarkeit, ich war erst in Anführungsstrichen enttäuscht, bis ich überlegt habe und gedacht habe, nein, genau das ist perfekt. Denn ich habe dieses Parfum vor einer Woche auf diesen Duftstreifen hier gesprüht. Und soll ich dir was sagen? Die Vanille riecht man immer noch. Klar, dezent, aber sie ist immer noch da. Das heißt, Haltbarkeit ist definitiv Beast Mode. Ist gegeben, hält 1-2 Tage lang, wahrscheinlich sogar noch nach dem Duschen dezent. Aber er projiziert nicht so. Und da war ich erst enttäuscht und dachte mir, ich hätte mir mehr Projektion gewünscht, weil die ersten 2 Stunden ist es gut, nicht sehr gut, sondern gut. Immer wieder, wenn man sich bewegt, kriegt man so einen leichten Duft in die Nase und diese wohlige Vanille mit dieser leichten, geheimnisvollen, mysteriösen Ebene, sage ich mal, drin. Also wirklich ein wundervoller Duft, auch von der Projektion her. Und da dachte ich, nach 2 Stunden, ich rieche ihn gar nicht mehr. Ich musste an meinen Arm gehen, wo ich ihn aufgespült habe, und dort riechen. Und dort hat man ihn auch noch gerochen. Aber dann habe ich nachgedacht und habe dran gedacht, was verkörpert für mich dieser Duft? Und der verkörpert für mich Leidenschaft, Liebe, Zweisamkeit, eine innige Beziehung, eine Nähe, wo so nahe kommt man nicht jeder Person. Und genau in diesen Momenten trägt man diesen Duft bei einem Date mit einer besonderen Person. Und nur diese Person kommt in deine Komfortzone rein, in deinen inneren Bereich. Und da muss ich sagen, wo ich das realisiert habe, habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Duft fürs Schlafzimmer. Nicht zu stark, dass man nicht mehr atmen könnte, wenn sich Schweiß und gewisse Stoffe sich mit der Luft und mit dem Duft vermischen, aber es ist genug da, um, sage ich mal, auf einen Meter gerochen zu werden, und er gibt einfach genug Stärke, Kraft, dass er lang anhält, aber eben nicht zu raumeinnehmend ist, nicht zu sehr voll auf die 12 ist und auch irgendwie, dass wenn die Luft sich zu arg erhitzt oder wenn die Luft im Raum wärmer wird, dass man dann zu Kopfweh neigt oder dass er dann einen zu sehr einnimmt. Also da muss ich sagen, unter diesem Aspekt eine wundervolle Komposition, ein wundervoller Duft, der Leidenschaft in a Bottle ist, wirklich, wenn du ein Date hast, wenn du Zweisamkeit genießen möchtest, innige Zweisamkeit mit Vertrauen, mit Liebe und mit Gefühlen, dann ist Initios absolut Aphrodisiac eine absolute Empfehlung. Und ja, es ist ein absolutes Aphrodisiakum. Kennst du den Duft? Wie hast du den empfunden? Was verbindest du mit diesem Duft? Oder hast du einen anderen Duft, der ähnliche Assoziationen in dir weckt? Verrat mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch oben. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.